Moin, moin, herzlich alle und willkommen zum Bundesliga-Tipp, 16. Spieltag. Ja, der letzte in diesem Jahr. Liegt einfach daran, dass die DFL das echt bescheuert gemacht hat, aber dazu habe ich ja am Anfang der Saison schon was gesagt. Und ja, wer wird Herbstmeister, oder besser gesagt Meister im Jahre 2016? Naja, eigentlich Herbstmeister ist man erst nach dem 17. Spieltag. Los geht's mit meinen neuen Tipps. Das erste Spiel ist am Dienstag, nämlich morgen schon. Wahnsinn, ne? Zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg. Ja, da haben die Wölfe gegen Frankfurt gewonnen. Da könnte man jetzt wiederum sagen, juhu, yippie, hey. Aber eigentlich ist es doch wiederum ein Erfolg, wo man sich so denkt, so ja. Und nur, weil eigentlich die Überraschung war. Also, dass Frankfurt das Spiel verliert, hätte ich nicht gedacht. Und ja, in Wolfsburg ist die Trainerfrage, ob jetzt ein neuer Trainer kommt oder nicht. Wo ich gesagt habe, eigentlich Wolfsburg wird nicht mehr gewinnen, bis sie den neuen Trainer vorstellen. Gegen Borussia Mönchengladbach, die ist ja momentan auch nicht so ganz, läuft. Da auch die große Frage, Trainerwechsel, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll? Naja, im Endeffekt ist es die Auswärtsschwäche von Gladbach, die ja unverdient mit 1-0 gegen Augsburg verloren haben. Das Schuldige. Und jetzt spielen sie zu Hause und sie holen die 3 Punkte und das mit einem 2-2. Das nächste Spiel ist zwischen Borussia Dortmund und dem FC Augsburg. Ja, die Augsburger haben eben als letztes gegen Gladbach gewonnen mit 1-0. Glücklicherweise verdient wäre es nicht gewesen, es wäre 0-0 verdient gewesen, aber na gut, ist eine andere Geschichte. Bei den Dortmundern, ja, momentan läuft das nicht so ganz nach Plan, würde ich mal sagen. Also, immer mal wieder zurücklegen, immer mal wieder irgendwie Rückstände aufholen, ja, das ist nicht Dortmund-like, aber an Abschluss holt man ja wenigstens einen Punkt. Man kann ja mal sagen, wenigstens einen geholt. Meisterschaftsrennen entfernt man sich immer weiter. Erst recht, weil Bayern gegen Leipzig jetzt gegeneinander spielt. Natürlich, man könnte aufholen, ne? Und die Dortmunder werden gegen Augsburg gewinnen mit 2-0. Und damit werden sich die Dortmunder in die Winterpause verabschieden. Und das positiv. Das nächste Spiel ist zwischen Eintracht Frankfurt und dem FSV Mainz 05. Ja, da haben die Mainzer ein Spiel gedreht und einige auch in den Kommentaren hatten gesagt, so von wegen, ja, Punktgewinn für Hamburg, ja, wäre ja eine schöne Sache. Als der Hamburger es vor 1-0 geführt hat, habe ich gedacht, so, okay, ja, was werden die sagen, wenn jetzt Hamburg 1-0 gewinnt, gegen den Tipp, den ich mit meinem Unentschieden hatte. Ja, dass die Hamburger dann doch verloren haben, ist natürlich die andere Sache, weil eben der FSV Mainz 05 urplötzlich Kräfte entwickelt hat, die sie in den letzten Wochen nicht gezeigt haben. Und das werden sie auch gegen Frankfurt tun, im Derby, ein 2-2. Das nächste Spiel ist zwischen dem Hamburger SV und dem FC Schalke 04. Ja, momentan bei beiden so Lala-Saison, wenn man so sagen darf. Nachdem ja die Schalker gegen Leipzig 1-0 verloren haben, 1-0 verloren haben, verloren haben, ich glaube 2-1 verloren haben, war halt die Sache, die, was nun? Dann verliert man gegen Leverkusen, ja, auch nicht so toll, und dann spielt man unentschieden gegen Freiburg und das nur mit Ach und Krach. Eigentlich hätte man das Spiel auch verdient verloren. Also bei Schalke läuft es überhaupt nicht. Beim Hamburger SV dagegen eigentlich gut. Bis auf die Aufnahme, dass es eben gegen Mainz diese Niederlage gab. Wo man sich so denkt, so, ja gut, also eigentlich war diese Niederlage nicht zwingend notwendig. Jetzt ist es dementsprechend interessant, wer kann die Kurve kriegen und wer nicht. Ich denke mal, das Spiel wird entschieden, nämlich das FC Schalke mit 2-1 gewinnt. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen, nächstes Derby. Und da könnte man wiederum sagen, da ist der nächste Trainerstuhl, der wackelt, nämlich der von Leverkusen. Ja, also was die Leverkusen in der letzten Zeit gespielt haben, ist auch wirklich zum Kopfschütteln. Und ja, den Sieg gegen Schalke, habe ich auch damals gesagt, so von wegen, ja, eigentlich unverdient, ne? Aber ist eine andere Geschichte. Beim 1. FC Köln, ne? Punkte holt man, auch wenn man halt mal so spielt, mal das Spiel hätte gewinnen müssen, mal eben nicht. Und jetzt gegen Leverkusen wird es den Sieg geben, dementsprechend wird es die Trainerentlassung in Leverkusen geben. Köln gewinnt mit 1-0. Ja, und Leverkusen stellt dann zum nächsten Jahr einen neuen Trainer vor.
Das nächste Spiel ist zwischen der Hertha und Darmstadt 98. In der letzten Saison war das so, dass die Darmstädter in Berlin in der Klassenerhalt geschafft haben. Da ist jetzt die große Frage, werden sie jetzt ähnliche Leistungen zeigen? Denn momentan läuft es gar nicht in Darmstadt. Zwar verliert man momentan relativ knapp die Spiele. Ja, auch gegen die Bayern hat man knapp verloren, aber andersrum war das auch von den Bayern nicht wirklich eine gute Leistung. Dagegen von den Darmstädtern dann schon wiederum schon. Die haben gezeigt von wegen, ja, sie wollen gewinnen, sie wollen Tore schießen, aber es hat eben nicht so ganz geklappt. Bei den Berlinern, ja, also gegen Leipzig verloren 2-0 im Derby, wo man, naja, okay, es ist, naja, nicht so ganz Derby, aber ihr wisst, wie ich das meine. Ja, da ist dann die große Frage, wer kann die Kurve kriegen, wer nicht? Ich denke mal, Darmstadt wird sich auch aus dieser Hinrunde oder aus diesem Jahr mit 0-1 verabschieden. Die Berliner gewinnen. Das nächste Spiel ist zwischen der TSG Hoffenheim und dem SV Werder Bremen. Ja, da könnte man wiederum sagen, so von wegen, ah, Hoffenheim, das werden die Lorger gewinnen. Naja, eigentlich stimmt vieles dafür, dass die Hoffenheimer das Spiel gewinnen, aber die Statistik nicht. Denn gegen Werder Bremen gab es, glaube ich, noch gar keinen Sieg irgendwie für die TSG. Bislang viele Unentschieden, aber die Bremer haben eigentlich fast, ich glaube, bis auf ein einziges Spiel haben die Bremer alle Spiele gewonnen, beziehungsweise Unentschieden gespielt, beziehungsweise Comebacks gezeigt. Und dieses Comeback-Fähigkeiten werden sie auch dieses Mal für zeigen, denn Hoffenheim führt, Bremen gleicht aus, Unentschieden 1-1. Das nächste Spiel ist das Topspiel des Spieltages, sowie mein Topspiel des Spieltages. Es ist zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig. Also viele von den ganzen Fans von der Bundesliga haben so gesagt, so wegen, ah, RB, die werden absteigen. Das wird nichts. Ja, ich hatte mal Anfang der Saison, das habe ich glaube ich auch bei meiner Tippgruppe, oder besser gesagt in der Tippgruppe, auch getippt, dass mindestens, ich glaube irgendwie auf Platz 6 habe ich RB Leipzig getippt, dass sie jetzt echt mit um die Meisterschaft spielen, hätte ich nicht erwartet, aber dass sie mindestens international spielen werden, schon. Jetzt gegen die Bayern geht es um die Herbstmeisterschaft oder um die Hinrundenmeisterschaft oder um beides. Und ich denke mal, es wird extrem hart in München. Und Leipzig wird zeigen, dass sie international fähig sind, aber am Abschluss keine Tore schießen. 0-0. Ja. Das Topspiel 0-0 geht in Ordnung, würde ich mal sagen. Die Bayern kämpfen, fighten und alles Mögliche, aber Leipzig hat immer eine Antwort dafür. Das nächste Spiel ist das letzte Spiel dieses Jahres. Es ist zwischen dem FC Ingolstadt und dem SC Freiburg. Ja, eben noch erwähnt, na, eigentlich gegen Schalke hätten sie gewinnen müssen, haben sie nicht, sie haben unentschieden gespielt. Und währenddessen hatte auch noch, oder besser gesagt, einen Tag später, hat Ingolstadt gewonnen. Ja, der FCI, nach dem Trainerwechsel funktioniert alles irgendwie wieder. Erstmal den Tabellenführer vom Platz 1 gekegelt, nun sammelt man Punkte, Siege und alles Mögliche. Und gegen Freiburg wird es nicht anders aussehen. Die Ingolstädter gewinnen mit 2-1. Das waren meine Tipps für den 16. Spieltag. Ihr könnt natürlich eure Tipps in der Tippgruppe abgeben oder hier unter den Kommentaren oder sonst irgendwo hier in der Nähe. Und wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Euch ein frohes Jahr und frohes Fest und guten Rutsch und ja, das Übliche. Ne? Wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.